Verbündete in den Krieg rufen? Naja. Oh. Oh, ich kann ein Königreich holen. Super. Ich habe ein neues Königreich erhalten. Oh. Oh. Transpurit Schlägenspuvo ist weg. Ja, habe ich nämlich gerade mir den Königstitel gekauft. Okay. Also auch der Herrscher ist weg. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo er ist. Ah, da oben. Der hat irgendwas ganz Kleines. Ja, stimmt. Ja, der Bruder hat's jetzt. Ja. Jetzt kann ich meinem Sohn... Wir sind im Wald spazieren gegangen. Oh. Hast du gerade was ganz Böses gemacht? Nö. So. So, mein Sohn ist jetzt ein ganz großer Herrscher hier. In Punjab. Finde ich gut. Er wird seinen Job richtig schön machen. Oh, bis ich da drüben bin. Kannst du vielleicht auf Dings stellen? Auf Stufe 3? Geschwindigkeit? Ja. Ja, ja, du bist der Host diesmal, ja, ja. Ja, ja. Ist schon erledigt. Dankeschön. Bis meine Leute da drüben sind. Hier, hör mal. Das ist ja... Hör mal. Na ja. Och, bewegt euch doch mal schneller. Byzanz hat 1500 Truppen gerade. Nur noch. 1500? Mhm. Hat er sich Söldner gekauft, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh nee, der hat sich einfach gestärkt. Achso. Ja, ich habe übrigens noch einen Teil von Byzanz bekommen, also mein Typ hat da einen Krieg geführt. Ah ja, ja, ja. Das einzige große, was er noch hat, ist... Oh. Welcher Scheich? Ach! Die Abessinen holen sich auch ein Stück von Byzanz. Das ist jetzt traurig. Kind meiner Dynastie. Meine Tochter Lucia hat ein Kind zurückgebracht. Oh, sehr schön. Alter, ich habe viel zu viel Geld jetzt. Ich will kein Geld mehr bekommen. Lass mich alle in Ruhe. Ich kann es nicht mal ausgeben. Oh. Belagerung gewonnen. Bei mir geht das jetzt so schnell mit den ganzen Belagerungen. Das ist schäge, gell? Mhm. Bin aber trotzdem nur auf 43% gerade. Er ist halt so verstreut, man muss halt so weit laufen, um... Ja. Ach guck mal, der will seine Hauptstadt wiederholen mit 1800 Leuten, warte mal. Warte mal, ich heb mir ein paar Leute aus. Ah nein! Falsches Knöpfchen hier. Ach so, das Zehnfache an Truppen gerade gegen den aufmarschieren zu lassen, das ist ja auch sehr nett. Was ist denn die Hauptstadt da?
Oh, er fliegt schon von meinen Leuten. Da kommen doch nur zwei Ritter mit, der Rest ist einfach nur Billo-Leute, also. Das soll sich man jetzt so anstellen. Soli. Irgendwann habe ich ihn. Mit Sicherheit. Die Hutschiste. So. Nächste Belagerung gewonnen. Der ist jetzt aber schnell geflüchtet von mir. Ich sehe dich. Hallo. Kuckuck. Gui. Ich habe jetzt auf 3 gelassen Geschwindigkeit, gell? Ja, ja, lass es, lass es. Okay. Kaiserin Rothaide. Okay. Okay, sie ist meine Gattin und gleichzeitig mein Rivale. Das ist eine solide Ausgangsbasis. Ja, ich hab da mal was gestartet gegen sie. Ich nehm gerade wieder eine Minute. Aber wie kann sie mein Rivale sein, obwohl sie 100% Meinung von mir hat? Oder 100 Meinung von mir hat, sind ja keine Prozent. Keine Ahnung, Alter. Aber Rivalenstatus ist ja nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich, ne? Ja, anscheinend. Sowieso, die ganze Welt hat Meinung 100 von mir. Das ist, egal wo ich hinklicke, die haben alle 100 Meinung. Yay! Wir haben's. Aber mir fehlen noch 3 Grafschaften. Aber warte mal, das hole ich mir jetzt auch noch. Das Persische Reich, das will ich jetzt noch gründen. Zum krönenden Abschluss. Sie. Das sind ja diese 3 kleinen hier, oder? Genau. Takrit, Samarra. Jahan steht hier noch. Und den gibt's auch noch, Edessa. Rivale überlebt. 81 Anspannung verloren. Alter. Sodli, Abmarsch, ich will eure Truppen sehen. Oh, mein Sohn ist tot. Wurde von Prinzessin Lavinia ermordet. Oh oh. Was ist mit euch, Alter? Ich gehöre zu dir. Oh, Populisten wehren sich gegen mich. Nein. Hilfst du mir? Ja, ja. Ich ein paar. Populistische Schweine. Punjabi-Aufstand, oder? Wird wahrscheinlich sein, ja. Ja, genau da unten. Wo sind die denn? Ganz rechts in Indien. Oh Gott. Ja, das... Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Hab ich mir auch gerade gedacht. Wie viele sind es? Zu viele. Um ehrlich gesagt, 150.000. Na klar. Alles klar. Ja, ich habe gerade 48 Armeen ausgehoben. Du bist gut. Meine Anzeige kommt damit nicht klar. Mhm. Alter. Muss ich schnell zusammenführen, dann geht das meistens. Okay, den ersten Krieg habe ich. Das ist so dumm. Ja. Ich hole mal meine Truppen.
Ach komm, hört doch auf. 15 Truppen an einer Stelle. Holt alle eure Truppen, wir hauen den jetzt so auf den Sack. Gibt's ja gar nicht. Oh, meine Frau ist gestorben. Ja, was ist jetzt, Alter? Heben sie noch immer aus? Ja, ich bin jetzt bei 15.000. Boah. Gefühlt jeder tritt gerade bei, aber das ist so anstrengend, jeden anzugreifen. Wie viele Leute kommen denn jetzt im Krieg? Ja gut, 400.000, das sollte reichen. Wieso kann ich nur 15.000 ausheben? Kann ich dir leider nicht erklären. Och man, ich krieg, weißt du, ich klicke alle Ablässe weg. Was krieg ich? Ablassbrief. Hä, das check ich nicht. Ich habe auf alle Armeen ausheben, es kommen nur 15.000. Weiß ich gar nicht. Ja, hier alle ausheben. Vielleicht, weil du sie in Untergruppen hast? Wie in Untergruppen? Naja, du hast vielleicht mehrere Einheiten, Schwelle auf einem stehen. Das ist ja so. Nee. Das ist bei mir. Ich habe zum Beispiel 24 Einheiten auf einem Fleck stehen. Also 24 Gruppen von Einheiten. Nee, ich habe eine Einheit. Mit 15.000. Hm. Mehr holt er gerade nicht raus. Ja, weißt du was. Ja, egal, dann fahren wir halt mit 15.000. Naja. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Auf den Scheiß. Ich bin eine Hexe geworden. Geil. Wenn ich ein bisschen Stress abbaue. Ach Leute, marschiert doch schneller. Ich verliere die Schlacht, ist ja nicht dein Ernst. Bis die Einheiten mal da sind. Übel, meine sind ultra lahm. Meine auch. Aber guck mal, die Anzeige, wie langsam die geht unten. 11. 12. Keine Ahnung. Naja, es passiert halt einerseits zu viel auf der Weltkarte. Einerseits und auf der anderen Seite ist es halt. Darfst halt nicht vergessen, diesmal hostest du. Vielleicht geht's bei dir nicht so schnell. Vielleicht. Ich
Übrigens habe ich mittlerweile das Persische Kaiserreich gegründet. Okay. Ich verstehe nicht, wieso sich so Sachen verändern. Wieso kommen jetzt bei mir nur 15.000 Truppen? Was ist mit den anderen 240.000? Das, kann ich dir gerade so ganz spontan nicht sagen. Das ist alles dumm. Ja, nerv mich nicht. Soli. Der nächste Teil. Meine Truppen laufen noch immer ewig. Persien habe ich gegründet, das habe ich gegründet, das habe ich gegründet. Läuft. Alles meins. Ach, du bist da unten, okay, alles klar, ich muss hier woanders. Hä? Sag doch mal, ja gut. Und ich bin Stratege. Zack, bum, bang. Wo? Ich schnapp mir diese 11.000 da. Mhm. Liebend gerne. Die 11.000 meinst du jetzt? Die 11.100 da, oder? Oder gehst du gerade auf die drauf? Ich glaube, also es sind zwei. Ich gehe auf die oberen gerade drauf. Ah, dann nehme ich halt die unteren. Weil die 27.000, ah, die 27.000 nimmst du mit denen, die du neu aushebst, oder? Genau, das sind meine. Okay. Ja, ja. Ganz krasse Dudes. Da knallt's gleich richtig und die sind dann auch gleich weg. Ich habe jetzt auf Spieltempo 4 gemacht. Mhm. Weil 3 ist ja zum Einschlafen gerade. Trotzdem lang, ist genauso langsam. Weil es passiert viel zu viel. Ja, ein bisschen schneller ist schon. Nee, finde ich nicht. Aber gut. Vielleicht irre ich mich. Okay, hast du. Na, Gemeinde bekehren. Okay. 5 Jahre, 9 Jahre, ja, machen wir, passt. Mhm. Der Aufstand hat auch nur noch 70.000, also das sollten wir ja jetzt locker hinbekommen. Ja, ich marschiere noch 25 Jahre. Du kannst ja ganz rauszoomen mal, dann geht's ein bisschen schneller. Müsste eigentlich. Oh ja. Oh, okay. Goodi, stopp. Sonst flippt hier wieder alles aus. Ich würde sagen, das war's. Okay. Das war's. Wir haben das, also uns kann jetzt eh niemand mehr aufhalten. Es gibt nichts mehr. Ja. Das Byzantinische Kaiserreich. Warte mal. Hat das. Ich habe jetzt eben schon gedacht, das Byzantinische Kaiserreich hat nur noch eine Provinz, aber nein. Es ist noch ein bisschen mehr. Ja. Das einst so große Byzantinische Kaiserreich. Gefressen von uns beiden. Ja. Ja. Wie fandest du's? Ich fand's ziemlich geil eigentlich.
Es war ein Spielstand, der ultra viel Spaß gemacht hat. Wir haben teilweise mal alles verloren und waren nur noch, zum Beispiel ich war nur noch König von Venedig und sonst war alles weg. Ach ja, Mann. Haben wir uns zusammen alles wieder erarbeitet, zusammen riesige Aufstände niedergeschlagen und ja, schauen, was aus uns geworden ist. Wir besitzen quasi die Karte, also. Ja, das bisschen jetzt da im Osten, das ist ja wirklich... Das sind ja alles keine Bedrohungen oder so, das ist... Nee. Das ist ja, ich meine, der eine hier hat noch... Also die eine 50.000 Einheiten, aber ja. Das ist halt viel zu wenig. Ja, aber ja, war ein richtig krasser Spielstand, richtig ja. Coole Season, die wir hier aufgestellt haben, finde ich. Ja. Ja, und also man muss auch zugeben, mir hat das auch mega Spaß gemacht, aber wir hatten auch zum Beispiel, als wir die Religion gegründet haben, Theophil. Wie viele gibt es eigentlich noch von denen? Stimmt. Theophilinismus. Okay, das ist hier jetzt auch nicht gerade toll. Es gibt noch drei Grafschaften. Drei Grafschaften. What the fuck, warte mal. Wo liegen die denn? Aquianisch? Ich sehe nur Aquianer. Ich sehe Inselchristen noch. Ich sehe Orthodoxe und das sind ziemlich viele. Wo sind denn die Theophilin? Kopten haben wir? Inselchristen, Adamaniten. Da, ich hab sie. Wo? Und zwar. Wie sag mir, ich dir das? Auf der Welt, sag mir einfach wo auf der Welt. Afrika, Europa. Nee, das ist. Das. Königreich Dai Lam. Dai Lam? Da ist es das Herzogtum Kaigalait Shirvan. Ach, ich sehe das. Das sind aber nur zwei. Ja, das sind schon mal zwei. Wo die dritte ist? Tengrisch? Haben die sich vielleicht irgendwo... Mal bei den Franzosen waren... Ja, bei den Franzosen. Bei den Franzosen. Ja, da waren doch immer so viele. Ja, da oben, Alter. Drei Grafschaften, diese Religion einfach. Haben wir wieder komplett ausgerottet. Eigentlich. Ja. Und? Der Aquinismus ist heftig. Dafür, dass er so groß ist... Ja. Und wir durch die Größe des Glaubens 91% minus auf den Eifer kriegen und wir immer noch 97% haben. Ja, mit 1409 Grafschaften ist das ist ziemlich heftig. Das ist mega. Wir sind halt mit Abstand natürlich die größte Religion. Orthodoxie ist das zweite. Dann Maturidia, also irgendein muslimischer Glaube. Katholizismus, Tengrismus wegen den Mongolen. Ne? Dann tatsächlich noch Inselchristentum, das hat sich richtig krass gehalten. Shivaismus und dann kommen halt nur noch so kleine Kopten, Adamaniten, ja. Also mit Abstand natürlich die Religion, die ja. Hier bekommen hat. Richtig heftig. Zumal ganz Afrika, ganz Europa, ganz, ja, ja gut, halt dann im Nahen Osten hört es dann irgendwann auf. Mhm. Wo wir als letztes gewesen sind. Ah, krass. Und das war halt auch so eine Sache, wo wir abgekackt haben, voll abgestunken haben, dummerweise. Das war schon heftig. Und ansonsten muss ich zugeben, was halt mega geil war, dass man sich halt immer mehr aufgepusht hat und wir haben extrem viel dazugelernt. Also ich muss zugeben, also ich bin ganz ehrlich, das Late Game war bis zu einem gewissen Punkt gut und irgendwann, so wie jetzt, ist es einfach unspielbar. Ja. Also ich würde gerne bis 14 Apps durchspielen, aber es geht halt nicht. Finde ich. Zumal, was sollen wir denn machen, wenn wir alles haben? Ja, eben. Das passt. Wir haben jetzt echt mal richtig krass übertrieben, was Ausdehnung angeht und ja. Ja. Gibt halt nur noch so ein bisschen Byzanz hier, bisschen da, bisschen dort. Ja. Ja. Und das war's dann. Ja, bei mir ist halt die Entwicklung richtig kacke noch immer. Also, wenn du dir das so anschaust. Ja, meins. Ja. Das tut bei mir halt ist halt Afrika, also Mittelafrika da. Mhm. Zentralafrika ist natürlich bei mir auch echt schlecht. Mhm. Aber gerade Nordafrika und Europa, das ist natürlich bei mir schön hell. Also das. Ja, du siehst da bei mir ungefähr, wenn es dann so Richtung Osten geht, das wird immer dunkler. Ja. Aber dafür dann wieder hier unten in arabischen Ländern. Ja, arabischen und auch Konstantinopel und so ist halt extrem weit. Okay, gut, Konstantinopel ist mega. Ich glaube sogar das weitentwickelste mit Rom. Ne, Rom hat 94, Alter.
Ah, au revoir, kein Wunder. Kein Wunder, dass sich bei dir dann die Entwicklung so krass weitergetragen hat. Ja, bei mir ist Südspanien voll eskaliert, irgendwie. Ja, ne? Was Entwicklung angeht, ja. Sevilla und sowas, ja. Ja, bei mir war es halt um Kiew rum, die letzten. Das ist, hat auch schon 68. Ja, ja. Aber es fehlt halt so Richtung Mongolenreich dann extrem. Also die sind so 12, 16. Und wenn man, also ich habe ja mal den Test gemacht mit einer Mod, wenn man alles auf Entwicklung hochdreht, habe ich einfach 500.000 mittlerweile wahrscheinlich Truppen. Ja. Und das ist richtig assi dann. Also Entwicklung macht mega viel aus. Ja. Nee, aber war schon ein geiler Spielstand. Also, auf jeden Fall. Wie wir am Anfang noch um Britannien gekämpft haben, wo du dir dann Island geschneckt hast, den einen. Ja, Mann. Alter, das war eine Zeit, wo der Skandinavien-Feldzug war, bei mir zumindest. Wo du dem Papst dann irgendwann Rom geklaut hast. Ja. Ja, Mann. Alter. Wo ich plötzlich Hasarien geholt habe. Mhm. Alter, und dann bin ich richtig explodiert erstmal. Ja. Ah, das war schon heftig. Dann habe ich. Ja, bei mir ist losgegangen, als ich Spanien erobert habe und dann richtig viele Truppen hatte, ist bei mir dann ganz schnell gegangen. Ja, ja. Bei mir das Schwierige war nur, Italien und Spanien mal wirklich unter Kontrolle zu haben. Ja, auch mit Glauben, mit Kultur und so. Ne? Ja. Das ist heftig, ja. Ja, nice. Jo. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns an einem, also zu Crusader Kings sehen wir uns vielleicht sogar schon fast zum Anschluss. Ich weiß jetzt nicht, wir sind im Februar eigentlich jetzt, ne, mit den Folgen. Ich weiß. Achso, ja. Irgendwie ja. So, ne? Ja, genau, ja. Also gut, vielleicht nicht direkt im Anschluss, vielleicht ein paar Monaten wieder, aber. Ja. Auf jeden Fall, erstmal brauchen wir Abstand. Wir brauchen andere Projekte, ganz viele andere. Ja. Oh ja. Weil das hat jetzt so gebockt, aber. Jetzt muss man mehr auf Inhalte, also jetzt muss man gucken, was für Inhalte kommen. Ne, das ist so eine Sache. Und genau, und dann wird sich's halt nochmal angeguckt, ob es nochmal angegriffen wird oder nicht. Eben. Ja gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich unsere 100. Folge, roundabout schon. Vielleicht genau sogar unsere 100. Folge. Das ist schon krass. Haben wir echt durchgepowert. Ja. Nice. Gut, dann würde ich sagen, ab die Post, war schön, hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in einem neuen Projekt. So sieht's aus. Bis dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao.